Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten uns eine Schiffsarmee aufgebaut, Freunde. Und da würde ich sagen, machen wir einfach direkt mal weiter. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich das gespielt habe. Genauso seien 10 Tage oder so. Sammler geht mal hier oben sammeln, kommt. Und, ja, wir sind hier in dieser Mission, haben jetzt noch, 25 Minuten Zeit, um hier diese U-Boote platt zu machen. Aber Moment, die Flugzeuge können ja die anderen U-Boote da platt machen. Die müssen ja nicht unbedingt von Schiffen kaputt gemacht werden, ne? Komm, mach die kaputt hier, los. Seht ihr das? Die Flugzeuge, die können nämlich auch auf die U-Boote schießen. Zack. Oh, die Fuck-Tesla-Spulen da, ey. Jetzt macht das U-Boot kaputt. Verdammt. Ich glaube, das wird nicht reichen. Verdammt. Das wird nicht reichen, Leute. Ich brauche mal mehr Kohle hier, los. So, dann schießen wir auf die Flak da hinten. Bitte, dankeschön. Und, ja, Leute, wie gesagt, willkommen zurück. Jo, dann würde ich sagen, nehme ich mir nochmal die Hubschrauber und, ja, probiere jetzt nochmal hier diese Tesla-Spule da kaputt zu machen, ohne in die reinzufahren, in die... Verdammt. Ja gut, dann... Verdammt, Leute, verdammt. So, gut, mach die kaputt. Gut, Leute, ich brauche mehr Schiffe. Leute, ich brauche mehr Schiffe, was ist hier los? Hier... Direkt mal verkaufen. Genau, wir hatten beim letzten Mal die andere Basis platt gemacht hier oben. Einheiten kann man leider nicht verkaufen. Nee, schade. Gut, egal. Die Sammler kommen rein. Sehr, sehr gut. So, der macht da weiter die Mannequin da kaputt. Ist ganz okay. Was will das U-Boot jetzt hier? Hubschrauber, komm mal her bitte. Und du weich mal bitte aus. Du weich mal bitte aus. Ah, verdammt, verdammt. Ah. Um Himmels Willen! Oh Mann, das Schiff ist fast im Arsch. Wirklich. Da habe ich noch zwei. Die Mission war in der alten Version aber einfacher. Muss ich sagen. Also, die Mission war in der alten Version war die einfacher. Wirklich. So, der macht die Flak im Arsch. Sehr, sehr gut. Wobei. Das U-Boot macht den kaputt. Toll. Super, wirklich. Aber gut, Leute. Interessanter Start in die Mission jetzt hier. ja. Mach den kaputt. So, alles klar. Und ja, würde ich sagen, können die Hubschrauber mal die Tesla-Spule da oben kaputt machen. Wir müssen hier einfach ja nur den Weg freiräumen. Ne? Genau, wir waren auf dem Weg nach Moskau beim letzten Mal. Und ja. Genau, Leute. Oh, warum ruckelt das denn jetzt manchmal so? Sammler? Ah, okay. Ich verstehe. Hier gibt es keine Kohle mehr, deswegen. Gut. Dann würde ich sagen, verkaufen wir bitte diesen zweiten Bauhof hier. Da haben wir genug Kohle. Und ihr könnt euch mal bitte hier hinstellen. In der Hoffnung, genau, dass die schießen können, Leute. Sehr, sehr gut. Weil wir müssen einfach nur den Weg freiräumen. Ganz geschickt. Und ja, wenn die Flak weg ist, können die Hubschrauber sich um die Tesla-Spule da kümmern. Oder nee, um das U-Boot dann hier oben kommt. Weil die Tesla-Spule ist schon Schrott. Genau, Leute. Ja, es hat sich zum Glück ein bisschen abgekühlt hier. Also ich nehme es an dem 27. Juni auf. Und ja, letzte Woche war eine Hitzewelle, deswegen habe ich eine kleine Pause gemacht. Und, ja, ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt, das Wetter. Ja, dass das so kühl bleibt. So, gut. Wir können einen Transporter bauen, das mache ich mal. Vielleicht kriegen wir den Russen ja doch noch kaputt, hier. So, dann mach den kaputt da los. Ja, die sind wieder blöd. Oder nee, die sind gar nicht mal so blöd. Alles klar, cool. Ja, alles klar, dann... Wieder keine Kohle, das ist so blöd. Dann verkauft das Ding. So, vielleicht können wir ja hier oben mit dem Transporter noch ein bisschen Schaden anrichten. Noch 10 Minuten. Ja, ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ah, seht ihr was? Der baut nämlich jetzt. Der baut nämlich jetzt wie verrückt, Leute.
Das müssen wir vermeiden. Das müssen wir verhindern, Leute. Schieß mal auf den Bauhof, bitte. Der eine Hubschrauber. Ja, wie ihr seht, wir haben nichts mehr an Einheiten. Aber das sollte nicht so schlimm sein. So, geht ihr mal da rein? Hallo? So, geht da jetzt rein. Oder ist sogar noch schon einer drin? Oh, Leute. Das ist eine Zeitmission. So, jetzt ladet euch da ein. Verdammt nochmal. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, ich habe das Spiel geupdatet, Leute. Das heißt, irgendwelche Bugfixes sind hier wohl am Start. Ja, muss ich mal gucken, ob ich irgendwas merke. Also bis jetzt merke ich noch nichts von Bugfixes. Ja, es könnte sein, dass da noch im Laufe des Spiels noch was kommt. Genau, Leute, und jo. Dann machen wir mal hier die ganzen Kraftwerke hier im Arsch. So, wir haben noch 5 Minuten. Die werde ich nutzen. Ach, der baut sich hier auf, verdammt. Egal. Leute, mach den kaputt. Los. So. Ja, 5 Minuten, das schaffen wir. Kein Problem, Leute. Ja, mach den wenigen im Arsch. Die Artillerie kann das machen, wa? Ganz genau, Leute. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Ventilator angemacht hier auf meinem Tisch. Weil es immer noch sehr warm ist, aber mittlerweile geht's. Ich habe hier auch einen kleinen Kaffee dabei gestehen und Apollinaris Lemon. So dass wir das eigentlich, ja, gekühlt, ja, hinkriegen sollten hier. Wirklich. Und, ja, die 5 Einheiten, die reichen ja schon. Wisst ihr was? Ihr könnt... Ah, jetzt baut der Panzer und alles. Na gut, dann fahrt mal hier unten hin und schießt mal auf den Bauhof. Vor allem die Artillerie, die kann doch auch auf den Bauhof schießen. Ganz genau. Batz, batz. Sehr, sehr cool, Leute. Und das Schiff, das kann ja mal hier drauf schießen. Ganz genau. Oh! Ah, da ist nur der Panzer, okay. Der kann nicht. Oh doch, der kann. Oh, verdammt. Ah, blöd. Egal, Leute. Wir machen ihn kaputt. Gleich kommen die Schiffe in 10 Sekunden. Ah, oh, blöder Raketenwerfer, wirklich. So, dann mach hier weiter kaputt hier. So, da sind die Schiffe. Ihr habt freie Bahn. Das heißt, ihr solltet jetzt in Ruhe durchkommen und währenddessen mache ich mir mal einen Kaffee auf, Leute. Ganz genau. So. Na komm schon. So. Prost. Der macht einen guten Job. Der letzte Kreuzer hier. So, wo bleiben die Schlachtkreuzer? Hier unten, Leute. Hier sind die Schlachtkreuzer. Schaut mal. Die geilen Dinger. Aber Leute, das reicht. Wir haben es geschafft, die Mission. Wir haben den Russen zwar nicht ganz platt gekriegt, aber doch relativ gut noch angeschwächt hier. Mach die scheiß Waffen kaputt. Der baut U-Boote? Okay, ja, dann mach den schnell kaputt da. Warum baut er eine U-Boot-Werft? Das geht ja gar nicht, Leute. Zum Glück können die sich ein bisschen selber verteidigen hier. Ja, alles klar. Sehr gut. Weg mit der U-Boot-Werft, wirklich. So. Würde ich sagen, stell dich nochmal kurz dahin, bevor der da eine U-Boot-Werft hinstellt. Alles klar, Leute. Dann nehme ich mir nochmal einen Schluck Kaffee. Und dann haben wir das. Haben wir die Folge auch geschafft hier, die Mission. Oh, die schießen. Schaut mal. Die schießen hier. Zack. Sehr schön, Butz. Genau so, Leute. Schön den Russen platt machen. Oh, die geht noch kaputt hier. Geil. Na dann. Gut, Leute, dann würde ich... Jetzt hat ein Flugfeld gebaut, ernsthaft. Dann würde ich aber trotzdem sagen, speichere ich das Ding nochmal. Bis um 11. Ah, bist du sicher, dass du den Spielstand überschreiben möchtest? Erstes neues Feature vom Update. Einsatz gespeichert. Sehr schön. Und der Ansager ist dabei mit Einsatz gespeichert. Hey. Sehr gut, angenehmes Update. Ja. Da kann ich gleich alle meine Spielstände erstmal löschen. Einsatz erfolgreich. Aber erstmal hier Einsatz erfolgreich, Leute. Sehr schön. Die haben wir geschafft, die Mission. Hölle Cutscene.
dieser Bass, ey. Wirklich. Schon krass. Ja. So sieht's aus. Wir haben den Russen platt gemacht. So, Bonusgalerie freischalten. Abschließend Seeherrschaft. Bonusgalerie. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gebe ich meinen Namen ein. Und ja, 12.660 Punkte. Ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Gut, wie sieht's jetzt hier aus? Boah, schön zurückgedrängt. Schön zurückgedrängt. Alles klar, Mission 12. Die drittletzte Mission, glaube ich. Erstmal hier Bonusgalerie gucken, Leute. Was haben wir denn hier? Dwight Okahara. SFX Sound Effect Creator in seinem Büro. Sein Büro lag zwischen den Büros von Frank DePacchi und Paul Muderer. Die Mitarbeiter im Gebäude 2 sorgten oft für Streiche, schräger Ärger für das Management, da sie häufig unbeaufsichtigt waren. Dazu gehörten Joe Kuchen, Ted Morris von Petroglyph Games, Mike Lake und Frank DePacchi. Okay. Glenn Sperry, Bruder des Studioeigentümers Brad Sperry, von der QR-Abteilung, für die er zuständig war. Das QR oder QA? QR, glaube ich, nannte ihn liebevoll Wächter. Wir sehen ziemliche Freaks. Aber die haben ein sehr geniales Spiel entwickelt, muss ich sagen. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, jo, gehen wir einfach mal weiter. Mission 12, Forschungsstopp. Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal in die Cutscene rein, Leute. Yeah. Verfluchtes Wetter. Willkommen in der Sowjetunion, Commander. Alle alliierten Divisionen stehen bereit für den letzten Durchbruch nach Moskau. Aber es gibt sehr schlechte Neuigkeiten. Die Sowjets haben den eisernen Vorhang wieder aktiviert bekommen und wollen damit unseren Angriff abschmettern. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, berichten unsere Spione, dass noch eine stärkere Version dieser Waffe in der Entwicklung sei. Ich möchte daher, dass sie die Technologiezentren der Roten infiltrieren, damit wir Informationen über diese neue Waffe sammeln können. Weggetreten. Ah ja, also mal wieder Technologiezentren ausspionieren. Haben wir doch schon mal gemacht. Aber gut. Neue HD-Cutscene. Ja. Genau das Ding. Boah, das sieht man das erstmal so richtig. Wow. Okay. Welche Mission ist das jetzt? Oh, Gottes Willen. Oh. Der Schlachtkreuzer, ey. Schießt der einfach so knapp am Bau vorbei. Welche Mission war das denn jetzt nochmal? Da bin ich jetzt... Ja, ratz, ratz. hier ist auf jeden Fall schon mal die Kohle. Okay. Warum ruckelt das denn jetzt manchmal? Also das ging letzte Woche besser, muss ich sagen. Mit den Rucklern. Hängt das vielleicht... Spion, okay. Hängt das vielleicht mit diesem, mit dem neuen Update zusammen, ne? Das kann natürlich sein. Das wäre schade, wenn es wieder, ich guck mal gerade auf die CPU-Auslastung. Einen Moment, aber eigentlich, nö, CPU-Auslastung geht. Also eigentlich, sollte das nicht hängen. Also legen, ne? Manchmal, aber ist okay, kommt. Ist in Ordnung. So, Leute, Erzraffinerie aufbauen. Dienst nicht verfügbar, was? Ach so, nee, es war von der App, alles klar. Okay, Leute, ja. Wie gesagt, ich hoffe, das gefällt euch hier, wie ich Command & Conquer zocke. Und Energieniveau ist kritisch, das heißt, wir bauen ein Großkraftwerk. So. Mit dem Spion. Oh, schaut mal da. Da habe ich doch direkt schon wieder was gesehen da hinten. Nette Edelsteine hier. In der Ecke, ja. Ziemlich geil, muss ich sagen. Okay. Oh nein, kein Hund. Bitte kein Hund hier. Oh, verdammt, nein. Oh Gott sei Dank. Auf jeden Fall haben wir durch den Spion aber schon mal gesehen, dass wir jetzt da hier
ein paar Minniken kommen. In Ordnung, bestätigt. Und fahr die kaputt los. Wow! Bitte was? Okay. Ja, fahr den kaputt. Und die auch. So. Sehr schön, Leute. Ja, dann haben wir doch direkt schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Was wir hier in der Mission zu erwarten haben, ne? Und auch direkt Mammutpanzer, oh mein Gott. Was ist das denn? Da ist ein Bürger. Was macht denn der Bürger? Da macht den kaputt. Oh, das war der Bürger also. Ah, okay. Alles klar, ja dann, würde ich sagen, baue ich die Energie mal hier unten hin jetzt. Mensch. Oh, was macht der denn da? Da ist noch ein Panzer. Ach du heilige Scheiße. So, okay. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Aber ist in Ordnung. So, der Panzer ist... Da ist noch ein Panzer. Das gibt's ja wohl nicht. Was soll das denn? Du schießt bitte auf die Manneken. Ich brauche hier jetzt eine Verteidigung auf, weil das... Was soll das denn? Das ist ja richtig unverschämt, was der Russe hier macht. Also wirklich. Oh, diese Hänger. Gut, wir brauchen schon Silos. Das ist nicht gut. Gut, dann würde ich sagen, baue ich einfach mal schon mal ein paar Einheiten. Währenddessen, ganz genau, Leute. Und, ja, währenddessen trinke ich nochmal einen kleinen Schluck Kaffee. Zack. Und, boah, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal weiter hier. Wir sehen, da kommt er wieder ange... Oh! Mammutpanzer! Ah, schaut mal da, Leute. Seht ihr diesen Effekt? Dieser Effekt, das ist der eiserne Vorhang. Das heißt, der nimmt keine Schaden. Für eine gewisse Zeit lang. Ganz genau. Na, jetzt habe ich auf einmal kein Geld mehr, ne? Aber ist in Ordnung. So, Leute. Dann Tech-Zentrum. Uhuiuiui. Gut, Großkraftwerk. Dann lass das kommen. Hör auf, Panzer zu bauen. Ich brauche Gebäude jetzt hier. Und vor allem Edelsteine. Genau, Leute. Ich brauche Edelsteine. Oh, diese Ruckler hier, ne? Oh, Manneken. Okay. Jetzt kommt er da mit Manneken angeschissen. Ja gut, dann, das war's schon. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, brauchen wir noch eine Werkstatt. Geht ihr beide mal am besten hier Edelsteine sammeln, oder? Nee, das reicht schon. Das passt ziemlich genau mit dem einen. Gut, Leute. Alles klar, dann würde ich sagen, warten wir hier unseren GPS-Satelliten ab, bis der Satellit für uns wichtige Daten ja, gibt. Und jo, dann würde ich sagen, baue ich hier meine Verteidigung auf. Ich glaube, die Mission war schwer. Ich bin es mir aber nicht ganz sicher. Wir brauchen schon Silos, ne? Ja, ja, ich merke es schon. Alles klar. Danach baue ich aber auch noch ein paar Hubschrauber. Aber erstmal ein paar Silos, damit hier keine Ressourcen verloren gehen. Genau, Leute. Weil Ressourcenverlust ist immer scheiße. So, ganz genau. Jetzt haben wir nämlich genug Silos. Und da kommt eine Edelsteinlieferung. Schön mit dir, Hellmarsch. Richtig gut, richtig gut. Ja, Sir. Na komm, dann fahrt ihr alle mal da rein und repariert euch. So, wir haben im Moment die Kohle. Also von daher, jo, sollte das passen. So, du sammelst bitte nur Edelsteine, du auch. Nein, was ist... Ach, du heilige... Hubschrauber. Der kommt mit Hubschraubern angeschissen, okay. Ja, alles klar, dann baue ich mal Flachs. Die habe ich ganz vergessen. Da kommt er mit Hubschraubern eiskalt angeschissen. Und wir sehen die Karte, Leute. Und der hat einen Haufen Scheiße. Schaut euch das mal an hier. Oh, 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 da kommt wieder ein Mammutpanzer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut. Nein! Energie. Ah, nein, 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 nein. Schneller Großkraftwerk. Dann fang den mal da ab, würde ich sagen, hier. Kommt. Fang den mal ab, bevor der mich da mit seinem eisernen Vorhang abfacken will hier. So. Fang den ab. Genau, Leute.
Und? Ah, nein, er hat ihn schon aktiviert. Ach, verdammt, dann macht es erstmal keinen Sinn, da zu kämpfen. Ja. So, jetzt ist der einzelne Vorhang weg und jetzt können wir den noch angreifen. So, Leute. Alles klar. Das haben wir geschafft. Dann würde ich mal sagen, brauche ich weitere Verteidigungsanlagen und zwar auf der anderen Seite. Einmal, nochmal einmal überall drauf drücken hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Ah ne, Moment, gar nicht wahr. Ich brauche eine Hubschrauber. Genau, hätte ich fast vergessen hier. Ich brauche noch Hubschrauber. So. Wenn der Gegner mit Hubschraubern angeschissen kommt, kann ich auch mit Hubschraubern angeschissen kommen. So, wir machen erstmal das Dorf hier kaputt, weil das Dorf ist russisch. Ich weiß, es sind zwar Zivilisten, aber mein Gott. Wir sind im Krieg. So, Hubschrauber bitte. So. Draufschießen da los. Da ist nämlich Geld drin. Schaut mal, hier ist nämlich in den Kirchen ist immer eine Kiste drin. Und in der Kiste ist Kohle drin tatsächlich. Sehr, sehr cool. Gut, Leute, dann mach mal diese ganzen Bürger hier kaputt. Los. Damit diese roten Punkte mal von der Karte verschwinden hier. Los. Und genau. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Wo schießen die denn da unten drauf, ey? Mach den kaputt da. Ey. So. Weg damit. Oh, hier können wir uns theoretisch schon reinfressen, ne? Dann würde ich sagen, mach das mal, kommt. Mach den Mammutpanzer kaputt. Einfach nur ein bisschen vorfressen hier. Vorkämpfen. Um halt, ja, ein bisschen rote Punkte von der Karte zu kriegen. Ja, lasst. Ja, dann doch, dann schießt er drauf, komm. Schießt da drauf. Mach den kaputt. Hier, den auch noch kaputt machen, bitte. Und das hier kaputt machen. So, los, das hier kaputt machen. So. Das geht doch schon mal sehr gut voran. Und wir haben 10.000 Kohle. Ach du Scheiße. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo. Ja, zack. Genau und jo. So, Leute. Ich muss aber gleich mal was überprüfen hier in dem Spiel, weil es hat beim letzten Mal was geholfen. Tatsächlich mit den Rucklern. Wenn man die Auflösung ein bisschen ändert von dem Spiel. Das ist dann nicht so sehr hängend, aber müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Warum kann ich da nicht. Warum kann ich da nichts hinbauen? Naja, egal. Gut, alles klar. Dann mache ich hier jetzt noch zu. Meine obligatorischen 4 Hubschrauber, die stehen. Was ist das denn? Mit dem Flugzeug auf meinem Mannequin. Ja, okay. Wenn er drauf steht. Alles klar. Die Panzerproduktion rollt. Sehr, sehr gut. So, dann baue ich hier noch ein paar Bünkerchen hin. Ein Gebäude fehlt noch, Leute. Eins fehlt noch. Uiuiui. Das war eine Mick, Leute. Das war eine Mick. Und was versucht da... Auf den Sammler. Mit Flugzeugen auf den Sammler. Ernsthaft? Krass. Leute. Gut, Sammler, du sammelst bitte hier weiter Edelsteine. Sehr, sehr gut. Unsere Armee wird größer und wir haben noch 6 Minuten. So. Also noch ein... nein. Kleine Energie noch. Abgebrochen. Da kommt er wieder nämlich mit irgendwas. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ich baue jetzt hier noch mehr Flachs hin. Verdammt nochmal. Nervt doch. Ja, der will nicht, dass ich hier die Edelsteine sammle, ne? Merkt ihr das? Der ist richtig genervt davon. Ey, was macht denn der? Sammel doch hier weiter. Gut, dann würde ich sagen, baue ich jetzt noch mal ein paar Flachs auf. Sammeln jetzt bitte hier die... Ey. Was ist mit dem Sammler los? Der sammelt hier nicht die Edelsteine ein. Immer diese Arbeitsverweigerung hier. Schlimm. So, dann sammel halt hier los. Und zack. Eins kann ich, glaube ich, noch, ne? Minus 40. 58, ja, ja. Minus 40. Batz, batz, batz.
Konstruktion. Ernsthaft? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut, schön drüber gerollt. Sehr gut. Alles klar. Jo, Leute, das macht doch Spaß. Das macht doch Spaß, wirklich. Aha! Seht ihr das? Da habe ich nämlich jetzt hier die... Haha! Da habe ich nämlich jetzt hier die Flachs stehen, mein Kollege. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich die jetzt nochmal kurz reparieren. Dann baue ich hier jetzt nochmal 5 und hier nochmal 5. Wird repariert. Und, ja, da haben wir uns schon gut vorbereitet hier, muss ich sagen, ja. Einheit repariert. Das ist eine... Da kommt er wieder. Seht ihr das da, diese Mix? Und batz, direkt weg mit dem Scheiß. Wirklich. Was kommt, womit kommt... Ach du Heilige. Jede Menge Minikin. Okay. Na gut, dann überfahr die einfach. Komm, fahr einfach drüber. Sehr gut. Jede Menge Grenadiere. Okay. Na gut, dann fahr hier drüber. Los. So, weg mit denen. Sehr schön. So, putz. Oh, der arme Soldat. Der arme Soldat. Gut, Leute. Ah, da kommt... Fallschirmbomben. Krass. Was hat der denn, ey? Oh Gott. Ja, die Einheiten hier, die Einheiten hier. Sie sind doch liebevoll, oder? Gut, Leute. Hubschrauber, mach mal diesen Mammutpanzer weg. Botz, 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 botz. Botz, 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 botz. Botz, 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 botz. Sehr schön. Fast weg. Ja, fast kaputt. Ach du Heilige, unsere Armee wächst schon, ja? Unsere Armee wird schon größer. Das heißt, ich baue nochmal 10 Kampfpanzer. Und dann hab ich's. Dann habe ich meine Angriffsarmee schon zusammen. Das wird krass hier. Oh nee! Nicht schon wieder so ein blöder eiserner Vorhang hier. Ach du Heilige, schaut euch das mal an. Diese. Oh! Auf der Werkstatt kaputt. Oh, schaut euch das an! Diese Angriffe! Krass. Geil. Das macht Spaß. Was macht der denn? Mit dem Sammler hier. Okay. Ja gut, dann mach den kaputt. Los. Mach den Sammler im Arsch. Oh nein, nein, nein. Raus, da 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 raus, da. Komm nach Hause. Oh, oh. Hä? Ach, ein Hubschrauber ist im... Jetzt habe ich kein Geld mehr. Wo gehen die? Ah, die gehen da sammeln. Okay, ich verstehe schon. Okay. Was war das schon wieder? Das war eine Miek. Voll auf meinen Hubschrauber, ja. Sehr interessant. Wirklich. Oh nein! Die Kackenergie ist weg. Ja gut, dann lass es dann. Oh! Es nervt aber wirklich hier. Gut, dann mach hier die Panzer weg, bitte. So. Muss jetzt erstmal die Kackenergie. Habe ich zu. 48 von 900. Was hat er mir kaputt gemacht? Was hat er mir kaputt gemacht gerade eben? Irgendwas hat er mir kaputt gemacht. Ah, hier zwei Verteidigungsanlagen. Okay. Nicht schlimm, Leute. Gut, nicht schlimm. Ich baue nochmal einen Hubschrauber. Da sammelt er sich wieder, der Sack. Und, ja, dann würde ich sagen, du gehst dich mal bitte reparieren. Und der vierte Hubschrauber ist da, sehr gut. Boah, der nervt aber ganz schön hier. Da kommt er wieder mit... Falsch... Mit Fallschirmsoldaten. Krass. Oh. Der Gegner hier, der hat schon einiges drauf, muss ich sagen. So, alles klar. Würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Hubschrauber kurz fertig und dann würde ich sagen, beende ich auch mal die Folge. ja, hoffe ich, dass euch die Folge soweit gefallen hat und wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und boah. So, dann macht diesen Sammler jetzt endlich mal kaputt hier. Der ist oft genug hier bei uns vorbeigefahren. Sehr gut. Alles klar. Oh, was, was? Alles klar. Ja, Leute. Dann haben wir uns ja relativ gut aufgebaut hier. Bis zu 12. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Und ja, dann sehen wir beim nächsten Mal, wie wir hier die Russen platt machen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.